Hallo Vicky, liebe Beratende, wir machen jetzt gemeinsam 360-Grad-Fotos. Das geht deshalb, weil Sie von mir die Kamera zugeschickt bekommen haben. Wenn Sie sich die Kamera ansehen, dann sehen Sie hier das Batteriefach. Das erkennen Sie an diesen beiden Arretierungshebeln. Die sollten hier schwarz sein. Wenn Sie es zurückschieben, werden die orange, genauso wie oben bei der Ladebuchse. Die kann ich aufmachen. Dann sehen Sie dieses orange Element. Und wenn ich das weit nach oben ziehe, kriege ich dieses Ladeverschlussteil weg und sehe hier ein USB-C-Kabel. Auf der anderen Seite, wenn Sie rauskommen, sehen Sie den An-Aus-Taster und das Mikrofon der Kamera. Hier hinten das Stativgewinde und unter der Schutzhülle natürlich die beiden Linsen. Nehmen Sie, wenn Sie die Kamera auf Vollständigkeit oder das Paket auf Vollständigkeit kontrolliert haben, das Ladekabel, stecken Sie es an. Stecken Sie das Ladekabel auch an das Ladegerät und dann gehen Sie zur Steckdose, das kennen Sie, stecken ein. Das rote Licht signalisiert, da wird gerade geladen und das Ding hängt an der Spannung. Während das Ding lädt, auch über einen Tag, können Sie dieses Stativ mit dem Dreibein verheiraten. Das Dreibein hat im unteren Teil einen Hebel, da können Sie verstellen, wie weit diese Beine ausgeklappt werden. Hier habe ich einen früheren Widerstand, das steht ein bisschen höher und habe, wenn ich es aufmache, noch mal ein bisschen mehr nach oben, dann steht es sehr flach. Lassen Sie es einfach auf diesem Spitzen stetigen, dann nimmt es nicht so viel Platz ein auf den Fotos. Sie nehmen das Dreibein, das untere Teil von diesem Teleskopgriff, das erkennen Sie an der gummierten Seite und schrauben das einfach drauf und klappen die Beine aus. Hier oben haben Sie drei Schnallenverschlüsse. Sie klappen den ersten aus, ziehen nach oben, klappen wieder zu und sichern damit das Stativ. Aufklappen, ausziehen, zuklappen. Aufklappen, ausziehen, zuklappen. Und dann positionieren Sie die Kamera da, wo Sie sie gern hätten. Die Mitte des Raumes ist immer sehr günstig. Sie können es aber auch in eine Ecke reinstellen. Probieren Sie es einfach aus. Die Fotos haben Sie dann einfach, wenn Sie sie gemacht haben. Man sieht manchmal ein bisschen besser in den Raum rein. So, Sie haben das Stativ aufgebaut. Sie haben sich den Raum angeguckt. Alles ist ordentlich. Die Lichter brennen. Die Pflanzen sind nicht verwelkt. Das Toilettenpapier ist in der Hotelfaltung und es schaut einfach so aus, wie Sie es gerne auch präsentieren wollen. Dann nehmen Sie die Kamera. Kurzer Impuls aus der Nachbearbeitung. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe die Klappe vom Ladegerät oder vom Ladeanschluss offen gelassen. Verschließen Sie die, ansonsten haben Sie hier diese Abdeckung als Artefakt drin. Und die habe ich bei beiden Fotos, hier sehe ich das zweite, als Problem. Das können Sie sehr einfach verhindern. Und schrauben Sie es einmal aufs Stativ drauf. Dann drücken Sie kurz auf diesen An-Auf-Knopf. Dann dauert es eine Sekunde, bis ein blaues Licht hier vorne läutet und ein Ton kommt. Jetzt ist die Kamera an. Für mich die Zeit, mein Mobiltelefon zu nehmen, auf der ich die App installiert habe. Ich starte die App und jetzt wird die Kamera zunächst nicht gefunden, weil die Kamera noch nicht mit dem WLAN vom Telefon verbunden ist. Das heißt, ich öffne das WLAN, suche jetzt das WLAN von dieser Kamera, das heißt One X2 und das habe ich hier schon mal verbunden gehabt, wenn ich das so nicht möchte und nochmal den Neuzustand zeigen möchte. Dann ist das WLAN auch nicht so weit oben, sondern muss ich irgendwo unten gucken. Das heißt, ich habe 1x2p4nqff.osc. Das ist das WLAN der Kamera, hat das Passwort 8x8, das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich verbinde die Kamera oder dieses WLAN. Weil ich die App jetzt nicht zum ersten Mal nutze, ist die Kamera schon bekannt. Die richten Sie einfach so ein, wie es hier vorne gezeigt wird. Sie bekommen die Warnung, WLAN-Verbindung eventuell nicht verfügbar oder Internet eventuell nicht verfügbar. Da drücken Sie auf WLAN-Verbindung halten. Jetzt sind Sie natürlich nur mit der Kamera verbunden und können mit dem Telefon nicht surfen. So, zurück in der App wird die Kamera jetzt erkannt und verbunden.
dann kann ich auf das Foto gehen und sehe jetzt eine komprimierte Vorschau, ist aber komplett schwarz, lassen Sie sich davon nicht irritieren. Das liegt daran, dass wir die Kamera gerade auf blind geschaltet haben, weil wir ja noch die Objektivschutzkappe drauf haben. Nehmen Sie die Kappe, legen Sie einfach dahin, wo sie nicht schmutzig wird, damit die Linse später nicht zerkratzt. Und jetzt sehen Sie auf dem Telefon auch die Wohnung, so wie sie ist. Sie können nach links und rechts gehen und sehen jetzt, wie Sie selber noch auf dem Bild sind oder wie ich eben auf dem Bild sind. Deshalb verstecke ich mich jetzt erstmal. Diese Videoausrüstung, die sehen Sie normalerweise ja nicht. Ich möchte ein Foto machen, deswegen gehe ich auf den Modus Fokus. Sie sehen den gelben Knopf und drücken da einfach mal drauf. Warten, bis es klickt. Danach berechnet das Foto noch oder rechnet ein Stück weit und nach, ich weiß es nicht, zählen Sie mit, 5 Sekunden, 10 Sekunden ist das Foto fertig. Ich mache noch ein zweites Foto und zwar ein HDR-Foto. HDR bedeutet High Definition Range. Da habe ich manchmal die besseren Lichtverhältnisse und es hat sich für mich bewährt, einfach immer zwei Fotos gleichzeitig zu machen. Gucken Sie auch, sind irgendwelche Spiegel, wo man sie indirekt sehen kann. Sie sehen die Wohnung so, wie sie eben ist. Sie kennen die Wohnung. Das können Sie am besten steuern. Als Beispiel mache ich Ihnen auch nochmal ein Foto aus der Ecke raus. Dann sehen Sie, wie sowas wirkt. Da haben Sie jetzt eben eine gute Sicht auf den kompletten Raum. Ja, aber nach hinten ist es einfach unattraktiv drauf zu gucken. Ich mache trotzdem ein HDR-Foto. Und ich mache noch ein normales Foto. Und so gehen Sie jetzt durch die ganze Wohnung von Raum zu Raum, machen Ihre Fotos. Danach schalten Sie die Kamera bitte noch nicht aus, weil jetzt muss ich die Bilder erst noch runterladen. Die sind noch nicht automatisch auf Ihrem Telefon. Das heißt, Sie schauen sich die Bilder an. Oben rechts in der Ecke ist so ein Häkchen, da können Sie auch mehrere Bilder auswählen. Dann nehme ich jetzt die letzten vier. Das sind die, die ich gerade eben gemacht habe. Zweimal aus der Ecke und zweimal vom Grundsätzlichen. Wenn Sie das so nicht wollen, ich gehe nochmal zurück mit Ihnen. Dann können Sie so ein Foto auch nochmal angucken, ein beliebiges. Und merken, okay, das war das Foto, wie Sie es gemacht haben. Sie sehen, ich bin jetzt, obwohl ich mitten im Raum bin, nicht mehr auf der Kamera zu sehen, weil das eben das Foto aus der Vergangenheit ist. Wie gesagt, ich gehe oben rechts in die Ecke, wähle mir die vier Fotos aus, die ich eben haben möchte, also alle Fotos aus Ihrer Wohnung und gehe dann unten in der Mitte auf diesen Download-Pfeil und exportiere ins Telefonalbum. Das dauert jetzt ein bisschen. In der Zeit kann ich meine Kamera schon mal für den Abbau vorbereiten. Ich schalte sie bewusst noch nicht aus, damit ich keine Download-Fehler habe. Da können im schlimmsten Fall auch Daten kaputt gehen und das wollen wir nicht. Jetzt haben wir uns sehr viel Arbeit gemacht, um die Wohnung hier abzubilden. So, alle Fotos sind gemacht. Ich gucke das nochmal kurz in der Galerie an. Da sehe ich die vier Bilder. Und wenn Sie die Fotos genauer angucken, dann sind die oben in der Ecke immer verzerrt. In der Bildmitte sind die quasi wie von einer normalen Kamera und nach oben in der Ecke dann auch wieder verzerrt. Das ist eben dieses Format, mit dem die 360-Grad-Kamera arbeitet. Das stellen wir nachher wieder richtig sozusagen. Jetzt kann ich die Kamera ausschalten. Die Fotos sind ja auf dem Mobiltelefon. Ich drücke 3 Sekunden oder so. 2 Sekunden. Es kommt ein Signalton. Ich nehme die Schutzhülle, gucke, ist es sauber, gehe da auch nicht mit schmutzigen Fingern rein, weil das halt die Linsen zerkratzen würde. Die Kamera ist wieder geschützt. Ich schraube sie ab. Die Kamera ist auch ein bisschen warm, ja, sollte aber nicht glühen. Und verschließe jetzt die Ladebuchse wieder, mache die Kamera so rein, wie ich sie bekommen habe. Das Stativ nehme ich, mache eine Klappe auf, stecke rein, mache zu, Klappe auf und die letzte Klappe auch auf und wieder zu.
Danach klappe ich die Beine ein, schraube das Ding auseinander und verräume das Ganze, so wie es eben war. Jetzt sehe ich, dass noch Ladegerät und Kabel fehlen. Das ist lieb, wenn Sie das wieder reinmachen, dann fehlt es dem Nächsten nicht. Stellen Sie klar, dass Sie sich einen Bierdeckel weggenommen haben. Wir wollen ja, dass Sie Ihr Leben genießen. Und jetzt können Sie das Ganze auch wieder einpacken. So, die Bilder, die senden Sie gerne an mich und auch an Sie selber. Da gehen Sie wieder zurück auf Ihr WLAN, so beim Ausschalten nicht das originale WLAN wieder gewählt wurde. Wir haben Ihnen hier im Deckel drin einen QR-Code mit einer Anleitung. Wenn Sie die Kamera wählen von einem halbwegs aktuellen Telefon, dann sollte das als QR-Code erkannt werden. Und da finden Sie ganz unten die Auflösung, wie Sie den Rundgang und natürlich auch die Fotos an Wiki versenden können. Das machen wir gerne mit SwissTransfer. Gehen Sie auf den Link drauf. Sie klicken auf das Plus, wählen die eigenen Dateien, gehen dann auf die Bilder. Da wähle ich jetzt meine letzten 4 Bilder aus und klicke auf Fertig. Die Dateien sende ich per E-Mail, das lasse ich so. Ich könnte oben auch den Link machen, aber per E-Mail an die info@wiki. Korrekt geschrieben, info@wiki.de. Und sie kommen von mir. Mein Name ist josef.huber@ost.ch. Und ich sage, das sind Bilder auch vom Simdeck, St. Gallen. Und heute ist der 19.04.2022. Habe jetzt hier die Daten drin und klicke auf Senden. Bei manchen File-Hostern, so nennen sich diese Übertragungsdinger, brauchen Sie noch eine Überprüfung Ihrer E-Mail-Adresse. Dann müssen Sie einen Code eingeben. SwissTransfer ist da das Schnellste, was wir jetzt aktuell gefunden haben und datenschutzrechtlich für uns natürlich was Schönes. So, wenn die Übertragung beendet ist, dann sind Sie hier drin auch fertig auf dem Telefon. Also jetzt hier Glückwunsch. Jetzt habe ich 30 Tage Zeit, das Ganze herunterzuladen und ich bin erstmal fertig mit dieser ganzen Fotografiererei. Sie packen Ihre Kamera wieder ein, das heißt, Sie nehmen sich 4 von diesen Security-Siegeln, legen Sie sich bereit, dann nehmen Sie noch 4 von den Plomben, 1, 2, 3, 4, kontrollieren, dass alles drauf ist, nehmen Ihr Mobiltelefon, filmen. Ich bereite das jetzt nur vor, deswegen mache ich es nicht konkret. Aber Sie filmen Ihre Nummern, diese fortlaufenden Nummern hier an der Seite, sind wichtig, dass die scharf drauf sind. Filmen den ganzen Inhalt, filmen während Sie das Ganze zumachen. Das ist zu Ihrer Entlastung, dass Sie eben das Paket korrekt abgegeben haben. Tipp, wenn Sie es zu zweit machen, geht es deutlich leichter. Obendrauf die Siegel und dann machen Sie den Deckel drauf. Wenn Sie es allein machen, geht es für mich am leichtesten, in einer Ecke anzufangen und dann von Ecke zu Ecke
zu verschließen, solange es richtig drauf ist. So, Sie können, wenn Sie lustig sind, diese Klebespuren noch mal ein bisschen abwischen. Aber letztlich soll es immer so halten. Genau, und machen dann später eben mit den Plomben und den Siegeln das ganze Paket zu und bringen es dann wieder zum nächsten. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. Wie gesagt, Sie kriegen von uns die Kamera, wir kriegen von Ihnen die Fotos, die Sie frei verwenden dürfen, solange wir die auch auf Wiki hosten dürfen. Falls es irgendeinen Grund gibt, warum Sie Fotos machen wollten, die Sie nicht hosten, dann sagen Sie uns fairerweise, wie gesagt, wir haben hier investiert, oder ich habe hier investiert für meine DIS und für einen guten Zweck. Und das fände ich dann nur schön, wenn wir das gemeinsam machen. Machen wir da aber auch keine Sorgen. Und wir verbleiben wie immer, Wiki weiß nicht alles, aber wenn wir unser Wissen teilen, dann wissen wir alle mehr.